Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Kameralistik 2. Wie ist das kamerale Rechnungswesen in Deutschland gesetzlich geregelt? Bund und Länder sind nach Artikel 109 Absatz 1 Grundgesetz in ihrer Haushaltswirtschaft grundsätzlich selbstständig und voneinander unabhängig. Deshalb schauen wir uns mal die Regelungen zum Rechnungswesen des Bundes anhand der Bundeshaushaltsordnung an. Kamerale Haushalte der Länder oder Gemeinden folgen aber sehr ähnlichen Regeln. Für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung gilt der Teil 4 der BHO mit den Paragraphen 70 bis 87. Das Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen in Verwaltungsvorschriften. In Paragraph 71 Absatz 1 BHO ist die Buchung aller Zahlungen vorgeschrieben, und zwar in der Gliederung des Haushaltsplans bei den entsprechenden Titeln. In dieser Ordnung ist auch Rechnung zu legen über die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben. Das regelt § 81 Absatz 1. Über Geldforderungen und Verpflichtungen ist zwar ebenfalls nach § 71 Buch zu führen, aber über sie ist nicht Rechnung zu legen. Und für andere Geschäftsvorfälle kann das BMF die Buchführung durch Verwaltungsvorschrift anordnen. Buchungen sind nach Haushaltsjahren zu trennen, § 72 Absatz 1 BHO. Nach Absatz 2 sind Zahlungen in dem Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie kassenwirksam werden. Eine Rechnungsabgrenzung nach dem wirtschaftlichen Erfolg findet dabei nicht statt. Ausnahmen sind in den Absätzen 3 und 4 geregelt oder können im Haushaltsplan zugelassen werden, sagt Absatz 6. Und wie in jeder ordnungsmäßigen Buchführung gilt, keine Buchung ohne Beleg, § 75 BHO. Das Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen in Verwaltungsvorschrift Nummer 4 zu Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.